Und da sind wir wieder in Bioshock. Wir dürfen jetzt Elisabeth suchen. Schon wieder. Schauen wir uns doch ein bisschen um. Da sind tote Vögel. Leben die? Hallo. Ich kann drüber laufen. Von daher denke ich mal, sie sind entweder eingefroren oder tot. Und wir laufen durchs Wasser. Ist kalt. Jetzt komm schon. Stell dich mal nicht so an. Ugh, na gut. 2 Minuten noch. Wir können durchs Wasser stapfen. Was haben wir denn noch so alles? Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Das hat unsere Frage ja auch voll beantwortet. Have you seen a little girl? Die gehen! Warum gehen die davon? Nicht, die sind eingefroren. Oder tot. Wie ich es sagte. Hey, Kinder! Oh. Ich nehme euer Geld mit. Nichts für ungut. Was? Oh, Strandkorb. Ja, jetzt muss ich nur noch... Ach so, wir haben schon genug. Wir haben unsere Waffen wohl noch. Banane. Oh Gott, unser Leben ist ja total. Hallo, ihr. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Have you seen a little girl? Small. Black hair. Turned 17. I think. Uah, Erdnüsse. Ah. Bringt nichts. Noch ein Korb. Gib mir Futter. Hallo. Du sagst uns nichts. Wir wissen warum. Komm mal da hoch. Na, ist keiner da. Closed. Oh mein Gott, hier liegt so ein Phone. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Um Gottes Willen. Hey. Du siehst aus wie der andere Kerl davor und alle anderen Kerle, die ja auch noch davor standen. Ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Ja. Totally. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Oh, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Luftschiffe stürzen ab und so. First Ladies Aerodrome. Ach, das ist so eine Art Museum, denke ich. Im Kinderwagen. Munition. Was sagt uns das? Was sagt uns das über Columbia? Warum braucht man hier Schwimmringe? Ja, warum frage ich überhaupt? Die haben ja auch Wasser hier oben. Das ist künstlicher. Lass uns mal einen Blick hier reinwerfen. Oh Gott. Hübsche Bilder. Das ist hier der Strand. Ja, und da, oh, da fließt das Wasser runter. Ich hoffe, wir haben von den Dingern keinen vergessen, aber ich glaube mittlerweile, es könnte stark danach aussehen. Ja, Frank Fontaine gibt es hier nicht. Think Industry. Ja, wir sind ein bisschen wieder gefüllt. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass das wirklich nur so wenig Leben gibt. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Battleship Bay. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Das gehört verboten. Ist es, glaube ich. Oh, weia. Ah, die tanzt wahrscheinlich da vorne. Kann das sein? Ich glaube, ich sehe sie schon. Sie sieht jedenfalls so stark danach aus. Aber wir suchen erstmal hier alles ab.
Hier liegt jede Menge. Der blinkert schon irgendwie oder was. Da liegt wahrscheinlich Geld. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. So. Noch mehr Geld. Munition. Ich kann nicht sehen, ob mein Salz schon voll ist. Hallo. Oh, eine leckere Orange aus dem Müll. Ja. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Ja, danke. Wir sind ein hübscher Mann, ich weiß. Wir essen aus Mülltonnen und klauen Geld von anderen Leuten. Nehmen uns, was uns nicht gehört. Ach, da liegt noch die Muni drin. Oh, was liegt denn da noch? Munition für Pistole. Wir sind etwas müde. Na. Hui! Links! Genug Sport gemacht. Als wärt ihr Herkules. Jawohl, gut so. Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Nein? Okay, dann eben so. Oh, soll das dein ganzes Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Tja. Ah! Geld. Ja, ich will noch die andere Seite durchsuchen. Danke. Ist ja nicht so, als ob das deins wäre. Ich weiß schon, dass meine Frau Angst hat. Aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Tja, I don't know. Mach's eine Bälle. Ich dachte, die hätten jetzt hier Melonen rumliegen. Ah, Schokoriegel aus dem Mülleimer. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Ah, erstens Arbeit und Ruhm, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten. Diese ganzen Kakerlaken. Ah, sind das vielleicht diese Revolutionär? Ja, ich glaube, das sind Revolutionär wahrscheinlich. Mir fehlen echte Strände. An echten Stränden musst du dir das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Ach, Unsinn. Sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Fenton. Aber die kennen sich ein bisschen wenigstens auch mit dem Real Life aus, ne? Also nicht, dass Meerwasser irgendwie verunreinigt werden könnte durch Menschen, die darin baden. Ich kann da nicht hin. Ich kann nicht zu den Leuten ins Wasser. Warum liegt hier ein Schirm? Mutter wird das niemals erlauben. Mutter wird nicht gefragt. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Ja. Aber sehr hübsche Badetresse haben die hier. Richtig schön altmodisch, wie sie es gehört. Dass man auch nicht zu viel sieht. Und dann gehen wir uns mal anschauen, mit wem unsere Elisabeth da rumhüpft. Kleine. Komm, lass uns tanzen. Hey, Kleine. Kleine. Elisabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. Derrick. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ja. Ich bin frei. Ich hab einen Lake. Zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Komm doch wieder her, bitte. Ich möchte da gucken. Ich möchte Zuckerwatte essen.
Keine Zuckerwatte. Bist du Wussten hin? Sie, dass dieser künstliche Strand in nur 6 Monaten entstand? Und woher Nein. weißt du das? Aus einem Buch, das ich nach Ihnen geworfen habe. Ist aber auch gut zu lesen. Du bist echt freundlich, Mädel. Da können wir uns so Sachen ausleihen und... Wo ist sie denn schon wieder hin? This girl. Naja, um Gottes Willen. Das ist so schwer, kann es nicht sein. Ah, schön, dass sie immer wieder zurückkommt. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Du bist echt intelligent. Aber wir machen jetzt mal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder. Charles Darwin! Hey, nicht so laut, ja?